Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Pickup-Video. Es gibt ja schon was Neues in der Sammlung. Diesmal habe ich Toys hier, Bücher, Mangas, ja, und Comics und sogar ein Spiel. Aber kein Computerspiel. Egal, was, erstmal das Intro. Über die letzten Monate hat sich einiges angesammelt. Ich zeige euch das jetzt hier mal im passenden Blick. Ich sortiere ja ein bisschen die Pickup-Videos entsprechend nach Bereichen. Computerspiele ist ein komplett eigenes Video. Filme ist in letzter Zeit ein eigenes Video geworden. Und ich habe jetzt hier Toys und Mangas und so weiter. Ich hätte es wahrscheinlich nochmal splitten können, aber das wollte ich nicht. Jetzt kommt erstmal eine Menge Stuff und ich fange mit Hörspielen an. Ja, Hörspiele, dann wisst ihr gleich, 3 Fragezeichen, genau so ist es. Ich habe hier ein paar, kann sogar sein, entschuldigt, wenn ich euch vielleicht auch einen Manga oder so doppelt zeige. Ich versuche es über einen längeren Zeitraum, damit ich eine Menge habe, eben halt immer auf eine gewisse Stelle zu legen, aber es kann immer sein, dass ich mal rauskrame einen Comic, weil ich was suche oder so und vielleicht doch schon lese und so kommt das manchmal, dass ich weiß nicht, was Doppeltes zeige. Deswegen kann sein, dass ich euch auch schon mal eine dieser 3 Fragezeichen gezeigt habe, aber man kann sie nie oft genug nicht zeigen. Also in meiner Sammlung ist die Nummer 222, 3 Fragezeichen und die Gesetzlosen, richtig gute Geschichte. Legen wir dahin. Great, weiter gleich mit 3 Fragezeichen und der Knochenmann, auch keine schlechte Geschichte. Echt recht spannend. Genauso wie die Yacht des Verrats, 224, richtig klasse. Hat mir richtig gut gefallen. Und auch richtig gut, aber auch lang und sehr spannend. Böse die Glocken, die klingen, das Weihnachtshörspiel. So richtig mega auf 3 CDs müssen das sein, oder waren es sogar 4? Auf 3 CDs mit kleinem Booklet. Ich bin CD-Typ. Ich muss das natürlich als CD haben. Richtig klasse. Was ist noch dazu gekommen? Also die Hörspiele, ich liebe die, sind auch richtig gut. Ich versuche auch dazu kleine Review zu schreiben auf shortreview.de. Ich muss aber sagen, ich hänge gerade ein bisschen mit dem einen zurück. Aber egal. Anderes Thema. Ich habe noch 2 weitere Comics von 3 Fragezeichen neu in der Sammlung. Einmal von meiner Schwester geschenkt, ist schon etwas länger draußen. Rocky Beach, ein richtig gutes Comic, etwas anders als man das sich vorstellt, weil sie sind erwachsen, sozusagen 20 Jahre nach den 3 Fragezeichen, was könnte passiert sein, wie haben sie sich verändert, die ganze Situation ist sehr erwachsen erzählt, aber gut, wirklich gut, bisschen anders wie gesagt, aber richtig klasse. So, dann auch ein weiteres Comic habe ich hier. Von den 3 Fragezeichen, Hotel Bigfoot, Grafiknovelle, das ist so im klassischen Stil, auch farbig, richtig gut, auch eine spannende Geschichte, ne? Die sind in einem Hotel zu Gast und ja, da ist angeblich in der Gegend Bigfoot gesichtet worden und ja, ist das wirklich, ist das nicht, ne? Richtig spannende Krimi-Geschichte, ein bisschen witzig, gut gezeichnet, der Zeichenstil ist gut. Manchmal wirken die Zeichnungen etwas steif, irgendwo fehlt die in gewissem Sinne. Die sind mehr wie Bilder, nicht unbedingt wie bewegte Bilder. Ich finde, da ist noch Luft nach oben, wirklich. Aber ansonsten eine sehr schöne Geschichte und darum geht es ja auch im Endeffekt. Ja, so, weiter geht's. Am besten auch noch weiter mit Comics. 2 weitere Comics habe ich mir noch gekauft. Fange ich mit einem meiner Lieblinge an auch. Tim und Struppi. Ich habe mir dieses Buch gekauft vom Carlsen Verlag. Tim und Struppi, die Juwelen der Sängerin. Das klassische Buch ist bei mir schon in der Sammlung. Hier ist es jetzt im Hardcover neu veröffentlicht worden. Und was ist neu daran? Die Version. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Auskopplung des nicht des Albums, sondern der Magazinversion. Tim und Struppi ist ursprünglich erst nachdem Hergé das geschaffen hat, hat er das erstmals fürs Tintin Magazin veröffentlicht und da ist dann jede Woche 1 Seite veröffentlicht worden. Und erst als es fertig war, wurde es in ein Album produziert oder gemacht und dann hat er nochmal Änderungen gemacht. Er hat vielleicht nochmal Panels umgestellt, einige neu gezeichnet, Hintergründe verändert, Dialoge ein bisschen verändert, so kleine Sachen, die ihm nicht gefallen haben, hat er hier sozusagen noch nicht verbessert. Das ist jetzt die Albumversion, die
Magazinversion richtig interessant zu lesen. Der Humor ist identisch, ist eine sehr schöne Geschichte mit der Castafiore. Echte Kultmomente, ein bisschen anderer Stil durch die Aquarellfarben, die das Comic besitzt. Aber Kultgeschichte und interessant zu sehen, wenn man es direkt vergleichen würde. Es gibt da auch einen ausführlichen Vorbericht, so eine kleine Informationssache, was, warum, wieso, was die Unterschiede sind, die Entstehung dieser Sachen. Ist hochinteressant. Kann ich auch nur empfehlen. Hat, was hat es mich gekostet? Das habe ich ganz normal gekauft. Hat 23 Euro gekostet. Kann man machen. So, gekauft im Splitter Verlag. Ich bin großer Leser von Rick Master. Hier die 9 Fälle von Rick Master. Das ist ja neue Zeichner und Autoren. Einer von den Originalzeichnern oder einer der neuen, einer der alten Künstler dieser Serie von Rick Master ist ja schon verstorben. Und neu ist eben jetzt diese Serie mit einer neuen Geschichte, richtig spannend. Die Todeswette Nummer 6. Was mir aufgefallen ist, sie versuchen natürlich die Zeit akkurate einzufangen, das sind so 60er, 70er Jahre, aber mir ist schon aufgefallen, dass sie versuchen, den Zeichenstil noch dichter an den von Tibet in Dushito zu bringen. Das fand ich großartig, also im Gegensatz zu den ersten, die haben sich entwickelt und haben sich doch entschieden, mehr im klassischen Stil, wie es original war, zu werden. Das gefällt mir sehr gut. Und es liest sich auch spannende Geschichte und 6 Stück erschienen, die erscheinen ja auch nicht so oft, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, weiter geht's mit Büchern. Ja, ich habe jetzt, kommen wir an mit einem Roman, wo wir schon bei einem Detektiv sind, kommen wir zum nächsten Detektiv. Musste in meine Sammlung, weil es der letzte Roman ist von John Gardner, James Bond Roman Kalt, der mir noch gefehlt hat. Ich habe ihn nur im Englisch gehabt, der ist jetzt erstmals in Deutsch veröffentlicht worden, obwohl er 92, 93 original erschienen ist. Nun ist er endlich draußen. Freut mich. Und ich habe ihn in meiner Sammlung, konnte ihn auch lesen. Es ist noch ein etwas ruhigerer James Bond. Es ist mehr Spionage, auch wenn er Spannung dabei ist. Ja, es ist auch nicht sein bester. Er ist unterhaltsam, er hat viele gute Ideen, aber man merkt auch, dass die Action-Szenen sind manchmal so, sie auch stolpern so dahin. Ihm fehlt so ein bisschen der Fluss. Aber ansonsten eine spannende Geschichte, interessant erzählt und ich muss es einfach haben, weil der John Gardner ist einfach Kult und deswegen kam es auch in meine Sammlung. So, kam in meine Sammlung, kommen jetzt hier eine ganze Menge Mangas und Comics. Ganz ehrlich, ich kann sein, dass ich schon mal was davon gezeigt habe. Ich habe den Stapel so durcheinander bekommen, dass ich es gar nicht weiß, ob ich das schon mal gezeigt hatte. Aber egal, sind ja meine Manga-Serien, die ich lese, wie hier zum Beispiel Killing Bites, hier aber Nummer 18. Dann habe ich hier, es ist durcheinander, One Piece Band 105. Hier habe ich One Piece Band 1 und zwar Episode A. Es geht hier um Ace. Das ist eine eigenständige Geschichte. Ich glaube, da gibt es auch einen zweiten inzwischen. Habe ich auch noch nicht gelesen. Dann, wie ihr seht, hier noch Sealed Triage X 25, auch eine geniale Serie, richtig spannende Action-Killer-Agenten-Serie. Eine meiner Lieblingsserien, neuer Band, kommt sogar jetzt im Januar raus, den habe ich noch nicht bestellt. Eden Zero Nummer 20, muss ich auch noch lesen. Hiromashima, die sehe ich natürlich immer gerne. Und auch hier Fairy Tail 100 Jahre Quest Nummer 12, auch tolle Serie. So, weiter geht es. Dann habe ich hier Four Nights of the Apocalypse aus der Seven Deadly Sins Spin-off-Reihe. Der Manga kommt demnächst auch. Kann sein, dass der sogar auf Netflix kommt. Da gab es auf jeden Fall den Movie, einen Movie zuletzt. Nicht schlecht. Ach ja, hier haben wir Nummer 2 von One Piece, Episode Ace. Habe ich auch inzwischen. Killing Bites Nummer 19. Ihr seht, noch Sealed. Und ihr seht, wie weiter geht's. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Inzio 21. Ich habe in letzter Zeit viel Romane gelesen, deswegen haben die ein bisschen gelitten. Genauso wie hier Fairy Tale 100 Jahre Quest Nummer 13. Ja. So, was habe ich dann noch? Nicht mehr viel. Detective Conan Band 102, schöner Krimi. Und passend dazu habe ich hier Wild Police Story aus dem Detective Conan Universum, was sozusagen eine Vorgeschichte von den Hauptcharakteren, von Hauptnebencharakteren kann man so sagen, eben halt erzählt. Und ich bin jetzt gerade eben, kriege ich einen Blackout, die ganze Zeit wusste ich den Namen.
Es ist die Geschichte von Zero. Jetzt kommt mir nur der Name ein. Er hier, der ja im Café unter der Detektei von Conan oder von Kogoro sozusagen undercover arbeitet, weil er ist ja Polizist gewesen und dann bei der schwarzen Organisation hat er sich eingeschleimt. Das ist sozusagen eine Geschichte, ist auch als Manga, als Anime verfilmt worden in der Reihe Rahmen der Detective Conan Serie. Haben wir aber noch nicht in Deutsch gehabt, aber jetzt haben wir den Manga in Deutsch, darauf freue ich mich sehr. Ja, und sehr habe ich mich auch gefreut, dass es das auch endlich mal gab. Und zwar Lupin der Dritte, Anthology 2, weitere Comics mit Lupin der Dritte. Ich mag die Serie und auch die Animes und der Manga. Ich habe bisher nicht viel lesen können. Das ist der zweite, die Anthology 1, habe ich auch mal ein extra Video gehabt. Könnt ihr in den weiteren Verlauf finden. Mal einzeln auseinandergenommen, richtig gut. Man muss aber dazu sagen, man merkt, dass sich die Figuren im Anime erst wirklich entwickelt haben. Hier sind viele Ansätze. Fujiko kommt nicht immer ganz gut weg als Frau. Sie ist manchmal auch wirklich nur Objekt, damit sie einen da hatten und die konnten sie nicht immer einsetzen. Auf jeden Fall trotzdem interessante Mangas endlich mal zu lesen. Es gibt noch wesentlich mehr, aber ein paar haben wir jetzt wenigstens mal in Deutsch gehabt. Es macht Spaß, das Ganze zu lesen. Einziger Punkt, der mich hier kritisch so ein bisschen gestört hat, es wird nicht wirklich gesagt, wann diese Geschichten, die ausgewählt wurden, erschienen sind. Ich hätte gerne gewusst, sind das frühe Werke, späte Werke, so welchem Jahr sind die denn erschienen? Das hätte man bei einer Anthology gerne angeben können, gerade wenn Monkey Punch sozusagen, hat ja Jahrzehnte gemacht, ist ja mittlerweile auch schon verstorben, aber dass man weiß, wann ist das denn rausgekommen? Ja. Puh. Lava, viel Kram, aber das war es jetzt auch an Büchern und dem ganzen Kram. Jetzt kommt Toys. Komm, Toys müssen her. Fange ich an mit zwei kleinen Toys, sonst fallen wir nachher noch runter. Beim Supermarkt an der Kasse musste ich warten, bis ich dran war. Hab zwei Sachen da in der Grabbelkiste für 1,50 oder so gefunden und ich fand das dann witzig. Habe ich mitgenommen. Einmal hier das Batmobile aus dem Batman und Superman Film. 1,50 gekostet. Also, kann man mal machen dann. Genauso wie hier für 1,50 gab es die Enterprise, NCC 1701. Müsste aber eigentlich die aus dem Movie sein, die erste überarbeitete. Richtig cool. Ja, das kann man richtig sehen. Und nicht schlecht. Also kann man wirklich sagen, bei 1,50 ist es echt klein. Ja, konnte ich nicht widerstehen einfach. So, jetzt kommt Spielzeug, was wir aus dem Hasbro Putsch Store gekauft haben. Eine Figur, die ich noch erwartet habe, die jetzt gekommen ist, aus der Indiana Jones Reihe, habe ich mir endlich Henry Jones Senior zugelegt. Richtig cool. Ich hatte ja bisher nur den Soleman, unseren lieben Indie, auch richtig gut. Richtig schön getroffen, auch hier das Artwork. Richtig toll. Der musste sein. Und jetzt kommt ein Teil, den mein Bruder dann sich zugelegt hat, von Star Wars. Und hier haben wir auch richtig kultig Galaxy of the Heroes. Da sind zwei Einzelkarten drin, das ist aber noch nicht geöffnet. Deswegen kann ich die noch nicht einzeln zeigen. Wenn es inzwischen geöffnet wird, dann blende ich hier Fotos ein. Gleich nochmal. Und zwar Jedi Knight, Revan, Darth Revan. Hier könnt ihr sehen, in so einem Doppelpack. Hinten könnt ihr die Karten sehen. Ne, hier haben wir eben halt Jedi Knight Revan und HK47. Das ist die weiße Seite. Man kann ja mit dem Charakter in dem Spiel von Knights of the Old Republic, das ist darauf basiert, das Spiel, ihn zur guten und zur bösen Seite bekehren. Und das ist ja mehr die gute Seite, wenn ich das richtig erinnere, weil dann ist er ja weiß. Sonst müsste er schwarz sein. Also dunkel. Hat dunkler Mantel. So. Mit Star Wars geht es auch weiter. Star Wars Figuren sind angekommen aus Hasbro Pulse, die mein Bruder in die Sammlung aufgenommen hat. Hier haben wir einmal aus The Book of Boba Fett, Cad Bane. Und hier aus dem Spiel Battlefront 2, aber auch gleichzeitig aus dem Film Solo, Lando Calrissian. So, die später, weil die vom Format ja nicht passt. So, hier habe ich Ahsoka, Chopper. Ja, musste sein. Ne, Ahsoka-Fans, oder als Ahsoka-Fan von der Serie,
So, der muss da auch sein, aus der Mandalorian, R45-D4, der Kultdruide aus Star Wars Neue Hoffnung, aus dem Klassiker, hat ja jetzt seinen echt perfekten Einsatz in Mando bekommen. Endlich wurde er auch mal gewürdigt. So, was habe ich denn hier? Rogue One Director Orson Krennic, auch eine richtig coole Figur. So, weiter geht es. Was haben wir hier? Ach ja, hier können wir sehen, dann die böse Seite von Darth Revan. Hier seht ihr, er ist in schwarz. Gibt es ihn auch in schwarz? Ja, gibt ihn in weiß und in schwarz. Richtig kultig. So, hier aus Ahsoka, Morgan Elsbeth. Naja, fast schon das Outfit auch immer noch, was sie auch in Mando anhatte. So, wie geht's weiter? Was haben wir noch hier? So, hier habe ich natürlich Ahsoka aus Ahsoka. Auch cool. Und hier aus der Serie Rebels, aber musste auch sein, Grand Admiral Thrawn. Einfach nur kultig. Geniale Figur. Ein richtig toller Bösewicht. So, was haben wir noch? Weiter geht's mit HK-87 Assassin Reed, auch aus Ahsoka. Auch cool. Was haben wir noch? Geht weiter. Und zwar hier Pre Vizsla aus The Clone Wars, der Mandalorianer. Cool. Aus Ahsoka natürlich, General Hera Syndulla. Oder Syndulla. Muss auch sein. Und wen haben wir noch? Eine Figur gibt es hier noch. Aus Obi-Wan Kenobi, den Grand Inquisitor. So, richtig ausgesprochen. Richtig cool. Ja, mehr ist nicht im Karton drin. Aber eine Star Wars Figur gibt es noch. Und zwar aus der Black Series Starkiller. Der zu dem Computerspiel The Force Unleashed. Richtig cool. Ja. Das war's fast. Ich habe noch ein Teil hier und dann seht ihr, was für coole Pickups. Ja. Und zwar, das, was ich noch habe, ist. Passt überhaupt nicht dazu. Hab dich lieb, Bärchen, Brettspiel von 1985. Ja, hat sich so ergeben, dass ich das gefunden habe, nachdem ich irgendwie was gesucht hatte und irgendwie. Ich habe da jetzt, glaube ich, 10er plus Versand bezahlt, etwa. Ja. Paar kleiner zeigen, wollte ich unbedingt haben. Ist sehr, sehr süß gemacht. Also ihr könnt ja sehen hier auch so ein schönes Brettspiel. Ich blende euch ein paar Fotos davon ein. Ist auch vollständig. Ist halt ein bisschen Gebrauchsspuren und das war es aber auch. Tolles Spiel. Und ja, sehr viel, sehr hübsch eben halt. Ja. Das war's. Ja. Also. Nee, ich habe nicht mehr zu zeigen diesmal. Also. Beende ich das Ganze, ne? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, sagt mir, was ist euer Favorit davon und ja, möchte wissen, was ihr davon haltet. Ansonsten, ja, meine Sammlung wächst oder die von mir und meinem Bruder. Ja, das ist so gemischt, ein wenig. Ja, und das war's auch. Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.